Entwicklung ist nachhaltig, wenn Menschen würdig leben und ihre Bedürfnisse und Talente mit Rücksicht auf die ökologischen Grenzen frei entfalten können. Aber nicht nur hier bei uns, sondern weltweit. Und nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist bereits mehr als 300 Jahre alt und stammt aus der Forstwirtschaft. Es besagt, schlage nur so viel Holz, wie der Wald verkraften kann. Nur so viel Holz, wie nachwachsen kann. Heutzutage bezieht sich Nachhaltigkeit nicht mehr nur auf die Forstwirtschaft, sondern ist zu einem Überbegriff für den Zusammenhang zwischen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft geworden. Unser Leben im globalen Norden ist geprägt durch hohen Energieverbrauch, hohe Ressourcennutzung, hohes Verkehrsaufkommen und hohen Konsum und große Abfallmengen. Doch was können wir hier besser machen? Beim Prinzip der nachhaltigen Entwicklung sollen sich Menschen und Staaten durchaus weiterentwickeln können, aber nicht ohne Grenzen und nicht auf Kosten anderer. Ziel ist eine Entwicklung, die ein Leben in Frieden und ein dauerhaft tragfähiges Ökosystem ermöglicht. Dafür hat die UN 2015 die globale Nachhaltigkeitsagenda verabschiedet. Die 17 Ziele zeigen, wo nachhaltige Entwicklung gestärkt und verankert werden muss. Hochwertige Bildung ist dabei das vierte Ziel. Das Ziel von guter Bildung ist, dass jeder Mensch nicht nur Faktenwissen erlangt, sondern Fähigkeiten entwickelt, wie vorausschauendes Denken, Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen, interdisziplinäres Wissen und autonomes Handeln. Bildung für nachhaltige Entwicklung befähigt Menschen, zukunftsfähig zu denken und zu handeln. So können wir Konflikte vermeiden, unser Konsumverhalten verbessern, alternative Energien nutzen und damit unsere Umwelt schützen.